Es ist später Mittag. Der große Patientenansturm des Vormittags hat nachgelassen. Herr Müller, der meistens am Empfang sitzt, nutzt die Gelegenheit, um mit seiner Vorgesetzten Frau Jensen zu sprechen. Denn ihm ist aufgefallen, dass die Patientinnen und Patienten trotz Terminvergabe immer länger warten müssen. Frau Jensen, könnten wir kurz über die Terminvergabe und Wartezeiten sprechen? Heute Morgen war es wieder besonders schlimm. Schon um 10 Uhr war keins der Sprechzimmer mehr im Zeitplan und wir hatten viele Beschwerden. Herr Müller berichtet außerdem: Immer mehr Patientinnen und Patienten kommen ohne Termin in die Sprechstunde. Ich glaube, manche täuschen die akuten Beschwerden auch nur vor, damit sie nicht wieder weggeschickt werden. Frau Jensen war das zwar schon aufgefallen, aber ihr war nicht bewusst, wie drastisch das Problem ist. Sie wertet daraufhin die Behandlungstermine der letzten beiden Wochen aus und der Eindruck von Herrn Müller wird bestätigt. Nur 5% der Behandlungen waren pünktlich. 40% der terminierten Behandlungen begannen mit einer Verspätung von bis zu 30 Minuten, 55% sogar mit einer Verspätung von mehr als 30 Minuten. Frau Jensen möchte die Situation verbessern und bespricht das Problem mit ihrer Chefin Dr. Yilmaz. Diese überlegt kurz und berichtet dann von einem Kollegen aus einer anderen Praxis. Mein Kollege hat einen seiner Mitarbeiter zum Praxismanager ausbilden lassen und seitdem läuft das Terminwesen in seiner Praxis viel besser. Frau Jensen, hätten Sie Lust, eine Weiterbildung zur Praxismanagerin zu machen? Die Kosten würde die Praxis übernehmen. Frau Jensen findet die Idee sehr gut und willigt ein. Sie meldet sich direkt für den Fernkurs Praxismanagement an der Apollon Akademie an und lernt, wie sie den Herausforderungen im Praxisalltag erfolgreich begegnen kann. Die Weiterbildung umfasst neben Personal- und Qualitätsmanagement noch viele weitere Themen, die für ein erfolgreiches Praxismanagement entscheidend sind. Gemeinsam mit anderen KursteilnehmerInnen und der Tutorin bespricht sie, wie sie das Problem der Terminvergabe und Wartezeiten in ihrer Praxis beheben kann. Frau Jensen freut sich, dass sie die gelernten Inhalte direkt anwenden kann. Zusammen mit Herrn Müller überarbeitet sie das Terminvergabesystem der Praxis. Im Laufe der folgenden Monate verringern sich die Wartezeiten deutlich, die Stimmung am Empfang und im Wartezimmer wird besser. Das freut alle, nicht nur die Patientinnen und Patienten. Möchten auch Sie die Prozesse in Ihrer Praxis verbessern? Dann starten Sie schon heute mit Ihrer Weiterbildung zur Praxismanagerin oder zum Praxismanager an der Apollon Akademie.